Guten Tag, meine lieben Leser und Leserinnen von E-Book Sofa. Hier ist wieder Irene von E-Book Sofa. Und heute werde ich nicht sehr viel schreiben, weil ich finde, dieses Buch ist es wirklich wert, um dass ich mit Ihnen einfach mal live hineinschauen werde. Das Buch mit dem Titel Gletscher der Welt ist im Hauptverlag erschienen und ganz, ganz frisch. Also für Leute, die wirklich Gebirge lieben, Wanderer, Alpinisten. Es ist ein wahnsinnig faszinierendes Buch mit wundervollen Aufnahmen von Gletschern. Gletschern von der ganzen Welt. Lassen Sie mich einfach gar nicht so viel reden darüber. Ich werde Sie jetzt einfach mitnehmen auf eine Reise in eine Gletscherwelt. Ich lasse Sie einen kleinen Blick werfen in das Buch. Dazu gehen wir direkt zum Verlag und dort ist dann auch eine Leseprobe. Die werde ich sofort anklicken. Ich möchte nur ganz kurz vorher sagen, es besteht im Moment ein Angebot. Der Preis ist ein bisschen happig, deswegen ist es vielleicht ganz interessant, dieses Angebot in Angriff zu nehmen. Aber am Ende des Videos werden Sie dann einen Link von mir bekommen, wo Sie, oder vielleicht ist es dann auch unterhalb dieses Videos, wo Sie dann sehen können, was ich einfach meine. So, ich darf mal auf diese Leseprobe klicken. Und schauen Sie mal, schon die Bilder allein, es ist faszinierend. Ich gehe mit Ihnen gleich zu einer anderen wunderschönen Aufnahme. Und zwar hier, sehen Sie sich das an, Eisplanet der Erde. Und so wie es hier in dieser Vorschau ist, so ist wirklich das ganze Buch bestückt. Hier, schauen Sie sich diese Aufnahme an. Da möchte man doch meinen, man sitzt direkt vor einem riesen Fernseher. Sehr, sehr schön. Es gibt auch hier neuzeitliche Gletscherschwankungen. Sie glauben gar nicht, wie viel Wissenswertes Sie da auch erfahren über Wassermengen und wo das hier in Skandinavien zum Beispiel über die Gletscher, ich gehe mal ganz kurz, ich habe das Buch nämlich auf der anderen Seite hier, über Spitzbergen. Wunderschöne Geschichten. Da ist zum Beispiel ein Bild auf Seite 93 mit Robben, mit Vögeln, mit Küstenschwalben. Also sehr, sehr schön gemacht. Es ist ein Buch. Was habe ich vorhin gelesen? Es gibt, Moment, lassen Sie mich, bevor ich Ihnen irgendwas Falsches sage, das Buch selber hat 296 Seiten, ist ein wertvolles Buch, muss ich sagen, hat über 350 Farbfotos und Farbfotos, die es wirklich in sich haben. Einfach toll gemacht. Also ich möchte jetzt nicht mit dem Menschen tauschen, der diese Aufnahmen gemacht hat, obwohl sie sehr schön sind. Mir wäre das Ganze zu kalt. Aber es gibt ja Leute, die sind wirklich sehr fasziniert von der ganzen Gletscherwelt. Ist auch toll, muss ich sagen. Ich sage Ihnen auch noch eine Kleinigkeit über die zwei Autoren von Gletscher der Welt. Und zwar heißen die, einmal ist es ein Jürg Alin, Doktor der Glaziologie. Ich weiß es nicht, was das für ein Doktor ist, was für ein Thema das ist, muss ich nachher mal bei Wikipedia nachschauen. Vielleicht werde ich das bei E-Book Sofa dann noch nachreichen. Also, Herr Jürg Allen unterrichtet Geografie an einer Mittelschule im Kanton Zürich. Folglich ist er ja Lehrer, ne? Er verfasste bereits mehrere Bücher zum Thema Gletscher und unterhält zusammen mit Michael Hembrel, das ist der andere Autor des Buches Gletscher der Welt, auch eine Webseite, die auch sehr interessant ist. Zu dem anderen Autor, Michael Hembrel, ist promovierter Glaziologe und wurde nach Lehraufträgen an der ETH Zürich in Cambridge und Liverpool als Professor für Glaziologie an die, oh Gott im Himmel, Aberystwyth University in Wales berufen. Er wurde zweimal von Königin der Zweiten mit dem Polarmedal ausgezeichnet. Also Sie sehen schon, ist für mich auch ein ganz neues Gebiet. Und also ich werde jetzt sofort mal nachgucken, was diese Glaziologie
einfach bedeutet. Bis dahin sage ich schon mal auf Wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es ist nochmals, es ist ein tolles Buch. Es hat seinen Preis, ohne Zweifel, ohne Frage. Die Aufnahmen allerdings darin ist enorm. Jetzt habe ich gerade mal, oh, das ist auf, hier habe ich eine Doppelseite zum Beispiel. Das ist 228, 227, 228 ist ein dampfender Kratersee von einem Vulkan auf der Nordseeinsel Neuseeland. Das ist ja auch wunderschön. Schon allein beim Durchschlagen, muss ich sagen, ist die Sehnsucht doch in die kälteren Regionen, sie wird etwas angestachelt. Aber wie gesagt, ich bin halt, ja, ich bin persönlich lieber ein Wassermensch, aber ist ja egal. Ist ja Gott sei Dank jeder anders. So, ich sage nochmals danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Irene von eBooksofa. Na, tschüss!